Herzlich willkommen bei Herzlicht, der Podcast, der Licht ins Dunkle der Herzerkrankung bringt. Naja, eigentlich nur einer, und das ist die Fallot'sche Tetralogie. Ich bin Andi, ich bin im Internet oft unterwegs als GameStein87 und möchte diesen Podcast gerne machen, um euch meinen angeborenen Herzfehler näher zu bringen. Das ist auch mein erster Podcast generell, den ich starte. Wollte das schon immer mal probieren. Ich habe schon immer gerne mich kreativ ausgelebt, sei es Twitch-Streams, Musik oder ähnliches. Und ja, ich hoffe, dass wir hier ganz gut durchkommen. Nun, aber was ist die Fallot'sche Tetralogie und warum, warum gibt es sowas? Ich glaube, das kann keiner heutzutage beantworten. Was ist die Fallot'sche Tetralogie? Hey, es ist eine Herzerkrankung, die man seit der Geburt hat. Und man muss sich das vorstellen wie ein Haus mit 4 Zimmern. Und normalerweise helfen Wände und Türen, dieses Blut von einem Zimmer in, dass das Blut von einem Zimmer ins nächste fließt. Bei einer Fallot'schen Tetralogie gibt es jedoch Probleme mit diesen Zimmern und Türen, was bedeutet, dass das Blut nicht so fließt, wie es sollte. Und da gibt es halt daher die Tetralogie. Es gibt 4 Hauptprobleme bei der Erkrankung. Das ist das VSD, das Ventrikel-Septum-Defekt. Das ist quasi eine Art Loch in der Wand zwischen den beiden unteren Herzkammern, also den Ventrikeln. Und das Loch sollte nicht da sein. Es ermöglicht halt, dass das Blut zwischen den Kammern hin und her fließen kann, was eigentlich nicht passieren darf. Dann haben wir das zweite, das was die Pulmonalstenose. Das ist die Klappe, die das Blut aus dem Herzen in die Lunge leitet. Also die Pulmonalklappe. Und die ist verengt und das macht es schwieriger für das Blut, in die Lunge zu fließen. Und da muss das Blut natürlich den Sauerstoff für uns hernehmen. Und dann gibt es halt noch die rechtsventrikuläre Hypertrophie. Das ist die rechte Herzkammer, die wird dicker und muskulöser, weil sie härter arbeiten muss, um das Blut durch die verengte Pulmonalklappe zu pumpen. Es ist halt, wie der Name schon sagt, ist der Herzmuskel ein Muskel und wie jeder Muskel wächst halt einfach durch Belastung. Naja, und dann gibt es halt noch das letzte. Das ist die überreitende Aorta. Die Hauptschlagader, also die Aorta, ist so positioniert, dass die ist halt so groß, dass sie sowohl von der rechten als auch von der linken Herzkammer das Blut aufnimmt. Anstelle halt nur von der linken, wie es eigentlich normal wäre. Naja, und diese 4 Probleme führen halt dazu, dass das Blut nicht so effizient Sauerstoff aufnimmt und verteilt, wie es sollte. Ne, das kann dann zu Symptomen wie bläuliche Hautfarbe. Das ist dann quasi, man kriegt blaue Lippen oder blaue Fingernägel, da sieht man so am meisten. Atemprobleme und daraus resultierend natürlich, wenn der Körper keinen Sauerstoff bekommt, das kann es dann auch zu Müdigkeit führen und das halt besonders bei körperlicher Anstrengung. Naja, und so ein Herzdefekt oder beziehungsweise so eine Herzkrankheit kriegst du nur durch eine Operation weg. Ja, und das ist halt die Fallot'sche Tetralogie. Das ist, habe ich halt seit meiner Geburt oder beziehungsweise ich habe halt das Glück gehabt, dass es
dann irgendwann korrigiert wurde. Ja. Und wenn man halt dadurch, dass es ein angeborener Herzfehler ist, ja, wächst du damit auf. Und ich finde, das hat ganz stark mein Älterwerden beeinflusst. Ne, ich war nie der Schnellste, ich war nie der Stärkste, was man natürlich bei Gott nicht sein muss. Aber im Kindergarten oder in der Schule wirst du halt dadurch anders betrachtet oder anders behandelt. Ne, ich durfte in Sport nie mitmachen. Das heißt, ich habe zum Beispiel nie Teamsport machen können. Ich war nie Teil eines Teams. Und ich denke mal, das ist auch wichtig eigentlich für einen Jungen. Du willst ja irgendwo Teil sein, ne? Und das führt halt immer dazu, dass du dann Außenseiter bist. So, klar, das werden viele von sich behaupten, man lernt damit umzugehen. Aber es ist halt nichts Schönes. So, und dann, was halt in meiner Kindheit auch omnipräsent war, ist, ich musste jedes Jahr zu einer Untersuchung. Und dafür musste man immer nach Bad Oeynhausen fahren. In Bad Oeynhausen gibt's ein Herzzentrum, was für uns relativ nah erreichbar war. Und da war ich ungefähr, ich muss jetzt lügen, ich glaube, bis ich 10 war. Und das war auch eigentlich immer gut und die Ärzte haben meinen Eltern gesagt, ach, das entwickelt sich ganz gut, wir können da so weitermachen wie bisher, mal aufpassen, dies, das, Ananas. Bis dann irgendwann mal gesagt wurde, ja, es tut mir leid, aber wenn sie mit ihrem Kind noch Weihnachten feiern können, dann haben sie wenigstens schöne Festtage gehabt. Ja, weil da haben mich quasi die Ärzte das erste Mal angezählt. Und das halt nicht, weil ich irgendwie schädliche Angewohnheiten entwickelt habe. Ne, das kommt ja tatsächlich noch. Da war ich ja noch ein Kind. Ne, ich habe versucht, mit den anderen mitzuhalten. Und soweit es ging, ne, aber ja, dann war halt irgendwann mal das Anzählen vom Arzt. Und mein damaliger Hausarzt hat dann zu meinen Eltern gesagt, ja, das geht nicht, wir können das nicht einfach so stehen lassen. Sie müssten mit mir zur Charité nach Berlin fahren. In Berlin, Charité, denke mal, wird vielen bekannt sein, nicht nur ich glaube, es gibt mittlerweile eine Serie von, sondern da ist tatsächlich in Deutschland das Herzzentrum schlechthin. Fun Fact zu Bad Oeynhausen übrigens, ein, zwei Jahre später wurde dort, glaube ich, in Deutschland das erste Herz transplantiert. Just saying. Also, ich denke mal, die haben damals in ihrer Macht Stehende alles getan. Und dann sind wir auf jeden Fall nach Berlin gefahren. Und ich wurde untersucht von ein Herr Dr. Hase war das. Oder Dr. Haas, ich glaube Haas, der mich untersucht hat.
Und der hat halt dann einfach gesagt, ja, das ist machbar. Ne? Das ist natürlich riskant. Das ist eine OP am offenen Herzen, aber machbar. Jo, und somit hatte ich dann mit 10, 11 Jahren meine erste Herz-OP hinter mir. Und das hat mir tatsächlich dann mein Teenager-Alter versüßt. Also, oder aufgewertet auf jeden Fall. Ne, ich konnte annähernd wieder Sport machen, unter gewissen Umständen. Also, und das fand ich sehr krass, weil natürlich, ich bin nicht aus Berlin wiedergekommen und war wie ausgewechselt. Das war natürlich, selbst als Kind, ich musste eine Reha machen. Und ich war auch lange, lange außer Schule raus. Und das musste auch aufgeholt werden. Und das hat aber alles irgendwie so einigermaßen funktioniert. Bis natürlich das in der Schule, das Aufholen. Das war vielleicht auch einfach meine Schuld. Wir wissen es noch nicht. Ich habe dann in meinem Teenageralter Sachen machen können, wie tatsächlich Breakdance. Ich habe mich in einem Breakdance-Verein, eine kurze Zeit, so ist das halt als Teenager dann. Heute machst du dies und in 4 Wochen machst du das. Ich konnte Skateboard fahren und ja, generell, ich konnte im Grunde genommen eigentlich ein relativ normales Teenagerleben führen. Ja, und da halt mit allem, was dazugehört. Auch mit Alkohol. Und was es nicht nur alles gibt. So viel nochmal zum Thema, den Körper immer alles Gutes tun. Und das hat sich auch lange gehalten. Ich habe irgendwann eine Ausbildung als Klempner genießen können. Musste natürlich, oder beziehungsweise stand damals so ein bisschen vor der Wahl, meine Schule abbrechen und dafür die Lehre zu bekommen. Die Jahre hatte ich voll. Also von daher, das hat mich nicht aufgehalten. Und quasi im Folgejahr wäre die Ausbildung schon weg gewesen. Und früher war das zu dem Zeitpunkt sehr schwer, generell eine Ausbildung zu kriegen. Und auch die Klempnerlehre oder beziehungsweise die Heizungsinstallateurlehre oder Anlagenmechaniker für Heizung, Sanitär und Klimatechnik. So hieß es nämlich komplett ausgeschrieben. Das hat auch gut geklappt. Selbst dort hat sich gezeigt, dass die OP nur Vorteile geboten hat. Ich habe in meiner Lehre Heizkörper durch die Gegend gewuchtet. Gusseiserne, schwere Heizungsanlagen aus Kellern rausgeholt. Mit natürlich nicht alleine, ich bin ja kein Herkules geworden auf einmal, aber ich konnte überall mitmachen. Ne, also das war irgendwie dann kein Problem mehr. Jedoch, ich bin jetzt mittlerweile 36, also ich bin 87er Jahrgang. Hat man gemerkt, dass so im Laufe der Zeit es aber wieder bergab ging. Also es war wirklich ein steiles Bergauf und dann plötzlich hat sich die Talfahrt wieder bemerkbar gemacht. Also man war schneller müde. Ich habe dann irgendwann angefangen, jetzt bei meinem jetzigen Arbeitgeber in einem Lager zu arbeiten. Und das ist in einer Tiefkühlkälte gewesen. Und ich konnte zwar da relativ normal mitarbeiten, weil ich da mit Stapler fahren und so. Du musst nicht viel
körperlich arbeiten. Du hast halt nur die permanente Kälte und ab und zu mal Kartons vielleicht kommissionieren oder ähnliches. Aber das war noch vertretbar. Ja, und da habe ich dann irgendwann festgestellt, dass das nicht mehr geht. Also, dass ich immer langsamer im Lager gearbeitet habe, dass ich viel öfter, mich mal kurz zurücknehmen musste, Pause machen musste oder mal auch die Halle verlassen, aus dieser Tiefkühlkälte raus. Und habe das damals auch schon angesprochen, dass man vielleicht sich schon mal Gedanken machen müsste, da ich Sorge habe, dass ich das nicht mehr ausüben könne. Ich aber trotzdem gerne dort in der Firma weiterarbeiten möchte. Und dann bin ich mit 30, 31 wieder zu den Untersuchungen gegangen. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding gewesen, dass ich, seit ich dann von zu Hause ausgezogen bin, mit 18, 19 war das, glaube ich, habe ich das natürlich absolut schleifen lassen. Also ich bin nicht mehr zu den regelmäßigen Untersuchungen gegangen und stand halt nicht mehr unter der Beobachtung. Also ich habe meinem Körper auch nichts mehr Gutes getan. Ich habe halt mich zu gut ernährt. Und dann fängst du an, in einem Teufelskreis zu sitzen, weil du kannst dich nicht richtig bewegen. Also du kannst du bist immer schnell außer Atem, du bist müde, kaputt, du bewegst dich nicht mehr so viel und ernährst dich nicht richtig. Du wirst dicker. Du kannst dich noch schlechter bewegen, du bekommst noch schlechterer Luft und wirst weiter dicker. Ne? Und so war es. Also ich habe in meiner Teenagerzeit habe ich so um die immer so zwischen 70 und 80 Kilo gewogen und sitze heute hier und nehme den Podcast mit 120 Kilo auf. Wohlgemerkt, dass da auch schon 140 waren. Da ich das aber später. dann bin ich halt wieder nach Berlin hingefahren und habe gesagt, hey Leute, sorry, war schon lange nicht mehr da. Müssten wir mal vielleicht nochmal drüber gucken. Und mir geht's auch nicht mehr so dolle. Und die haben halt auch gesagt, so ja, gut, dass sie da sind. Wir schlagen vor, sie arbeiten jetzt erstmal nicht mehr im Lager. Weil, so wie ich das damals verstanden habe, war meine Aorta schon so weit ausgedehnt oder groß geworden, so groß geworden, dass der Arzt halt Angst hatte bei meiner körperlichen Arbeit im Lager, wenn ich Paletten oder beziehungsweise wenn ich Kartons trage oder ähnliches, dass das Ding einfach platzt. Ne? Der hat gesagt, wir nehmen sie jetzt erstmal aus dem Verkehr. Da musste ich halt noch ein halbes Jahr auf einen Termin warten. Und in diesem halben Jahr war ich halt auch dann nicht auf der Arbeit, also krankgeschrieben. Dann kam halt der große Tag und ich wurde wieder operiert in Berlin. Und mit 30 oder 31 hat mich das sehr erschrocken, dass mein Körper das gar nicht mehr so gut aufnimmt. Ich wusste damals mit 10, 11 Jahren, dass
Das ist so, klar war man K.O. und müde und ne, natürlich der Brustkorb war auf gewesen und wurde zusammengenäht. Dann hüpfst du natürlich nicht durch die Gegend wie ein freudiger Maikäfer oder wie ein freudiger Maikäfer. Aber ich habe mich da relativ schnell erholt. Und jetzt bin ich aus der OP gekommen und habe gedacht, das war das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Ich will das nicht mehr. Also, ich habe irrsinnig lange auf dem OP-Tisch gelegen und wurde zusätzlich noch ich sag mal ins künstliche Koma, also noch gelegt. Ich weiß gar nicht, ich glaube 3 Tage. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Oh, welch Wunder, ich war ja auch nicht da. Und als ich dann wieder wach wurde, habe ich durch die lange OP hatte mein Körper, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist jetzt alles nur noch aus grober Erinnerung. Ich habe mir meine Arztberichte zwar vorher nochmal durchgeguckt, aber so richtig kann ich das nicht mehr wiedergeben, aber so ungefähr, was mir gesagt wurde, war halt, dass ich durch die lange OP, dass meine Niere eine Unterversorgung an Flüssigkeit oder Blut hatte oder so. Und dadurch habe ich ein Nierenversagen bekommen. Und eine Niere ist dafür da, um Giftstoffe aus dem Körper zu filtern oder zu fördern. Narkosemittel ist ein Giftstoff. Und der war bei mir im Körper drin. Das heißt, ich bin wach geworden und hatte immer noch Reste von der Narkose drin und bekam dadurch ein sogenanntes Durchgangssyndrom. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, keinen wünsche. Weil ein Durchgangssyndrom, also das, was mir widerfahren ist, war einfach, dass ich schwere Halluzinationen hatte. Und wir reden hier nicht von irgendwie was Witzigen, wo so kleine Männchen auf der Fensterbank rumrennen, sondern ich war wach, aber auch irgendwie nicht. Ich habe geträumt, dass mein Vater hinter der Fensterscheibe steht und vom Sicherheitspersonal des Krankenhauses erschossen wird. Und ich habe einen absoluten Horrortrip in der Nacht gehabt, wo ein älterer Patient, der vermeintlich, ich weiß nicht mehr, was in diesem Zeitpunkt war und nicht wahr war, dass ein Patient, der mit mir auf dem Zimmer lag, ein älterer, dass der mitten in der Nacht mit Grabschmuck bestückt wurde. Also das Bett lag voll mit Grabschmuck. Und also das wünsche ich keinem, sowas irgendwie mal mitgemacht zu haben. Und ich hatte panische Angst davor, was Schwestern mit mir machen, weil ich angeblich vorher gehört habe, wie sie sagen, so, oh, jetzt machen wir den fertig und solche Sachen. Und was ich zum Beispiel auch interessant fand, ich hatte in der ganzen Zeit hatte ich kein Handy, weil ich ja auf der Intensivstation war. Und wo ich dann auf eine normale Station verlegt wurde, habe ich dann auch irgendwann meine Sachen bekommen. Und darunter war dann halt auch mein Handy. Und ich hatte quasi dann die Möglichkeit, also natürlich war auch so langsam durch die Dialyse, die man bekommt, wenn man ein Nierenversagen hat, war auch langsam so ein bisschen diese Giftstoffe aus meinem Körper raus. Und ich habe das nur noch so halb. Ne, also es war immer noch da, aber ich konnte mir mit dem Handy quasi immer so ein bisschen
eine Rückversicherung geben. So, ich hatte meine damalige Freundin, die mich besucht hatte. Ich habe die ganze Zeit gehört. Ich dachte immer, würde auf dem Flur mit ihrer Mutter rumlaufen. Und ich habe dann immer gerufen, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Auf dem Flur stand keiner. Aber was wirklich da war, war so ein kleiner Trottel, der auf dem Zimmer lag und die ganze Zeit geschrien hat, ich bin hier, ich bin hier. So müsst ihr das mal euch vorstellen. Von der anderen Seite, von der Seite der Schwestern natürlich, die sind sowas gewohnt. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist das schon krass. Und auf jeden Fall, da konnte ich mir dann mit dem Handy dann immer so eine Rückversicherung geben, so, wo man dann schreiben konnte, so, wart ihr hier? Nee, ihr wart nicht hier. Okay. Ja, okay, dann habe ich mir das eingebildet. Und das ist halt generell, also diese OP, die hat bei mir, glaube ich, viel ausgelöst. Weil erstmal habe ich festgestellt, dass es die zweite OP war, wo du einfach, also mein theologisches Weltbild hat das einfach zerstört. Also ich war schon vorher nicht absolut gläubig, aber ich wurde konfirmiert. So, und ich habe auch irgendwo immer so ein bisschen was mitbekommen von der Kirche und auch so in meinem familiären Umfeld ist auch immer viel, also ganz normal, so evangelisch halt. So, es wird immer gesagt, irgendwo ist was, aber es ist jetzt nicht so, dass wir so strikte religiöse Leute gewesen sind, ne? Ich war auch eine Zeit lang im CVJM. Das ist ja auch ein Verein von der Kirche für Jugendliche. Auch wenn ich heutzutage nicht mehr religiös bin, kann ich das übrigens nur empfehlen, weil du kannst da tolle Sachen machen. Aber egal. Mein theologisches Weltbild war nach der OP weg. Weil ich einfach festgestellt habe, für mich war ein Augenschlag, ein Blinzeln, einfach mal 3 Tage. Und in diesen 3 Tagen habe ich nichts mitbekommen. Da war keiner, der irgendwo an irgendeinem Ende am Tunnel auf mich gewartet hat. Da war kein Licht oder ähnliches. Das war für mich Augen zu, Augen auf, 3 Tage später. Und da stellt man sich dann natürlich die Frage, ja, wie ist das dann, wenn du dann irgendwann mal die Augen zumachst, aber nicht mehr auf? Dann kommt nichts mehr. Und das sind die Gedanken, die man dann hat. Ja, und natürlich auch, was ich gemerkt habe, dass ich mit 31 die OP halt einfach nicht mehr so gut verkraftet habe. Wo man sich dann Gedanken macht, ja okay, ich habe jetzt eine, ach, das habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen, ich habe durch die OP habe ich dann eine künstliche Herzklappe bekommen. Ja, und bin natürlich jetzt dementsprechend auch abhängig von Tabletten. Also nicht abhängig im Sinne von, ich muss sie nehmen, weil ich sonst das Zittern anfange, sondern ich bin darauf angewiesen, dass ich sie nehme. Und und das ist halt auch nicht viel, ne? Dann hat man schon irgendwie mit so einer Art Midlife-Crisis zu kämpfen, glaube ich. Wenn man das so sagen kann. Ich weiß, ich möchte mir nie anmaßen, mir irgendwelche mentalen Krankheiten oder mentalen Probleme zuzuschreiben, weil ich nicht derjenige bin, der das professionell beurteilen kann. Das müssen andere machen. Ne? Und das ist halt, so bin ich
aus der zweiten OP rausgegangen. Und das ist eigentlich erstmal alles von mir. Ich hoffe, dass ich noch eine zweite Folge mal mache, in der man dann vielleicht mal genauer hergeht. Ich werde mir dann nochmal von der ersten OP mal nochmal die genauen Unterlagen nochmal angucken. Ich habe eine Bekannte und eine gute Freundin, also meine beste Freundin, die die Krankenschwester ist oder Krankenpflegerin. Und ich werde mit ihr dann auch nochmal drüber sprechen, wie sie auch damals die Zeit so miterlebt hat. Und ich würde sagen, dann sind wir erstmal am Ende der ersten Folge. Ne? Und ich hoffe, dass ich mit herzlichst irgendwie Awareness für diese Krankheit schaffe, dass es diese gibt. Und dass die Leute, die sie haben, auch feststellen, dass sie nicht alleine sind. Weil mir wurde immer gesagt, das ist eine super seltene Krankheit. Und ja, dann ist man auch irgendwie immer alleine. Aber das sind wir nicht. Deswegen wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen guten Abend, einen schönen guten Morgen oder eine gute Nacht. Bis vielleicht demnächst. Auf Wiedersehen.